Ein Spaziergang um den Polarkreis. Anselm Grün schreibt, worum es eigentlich im Leben geht, ist dies: fähig zu werden, unser eigenes Leben zu leben, damit es zu einer nährenden Quelle für uns, für andere wird. Der gleiche Blick über den See am Morgen, graue Wolkendecke, ein starker Wind, der Wellen schlägt und stille Boot geradezu aus unserem Blick treiben lässt. Dieselbe Frage, ob ich dort hinten in der Ferne meines Denkens das Morgen meines Lebens finde. Zukunft ist nur dann voll Sorgen, wenn ich rückwärts gehe, wenn ich stehen bleibe. Nichts zu tun, nur warten und erstarren. Das biblische Bild mit Lots Frau, die zurückblickt und zur Salzsäule erstarrt, ist so ein treffendes Bild vom Umgang mit dem Morgen und der Hoffnung, die es in jedem Moment gibt. Auch wenn es dunkel um mich wird und Erlebnisse mich zu erdrücken scheinen, will ich immer das Licht am Ende des Tunnels in den Augen haben. Wir haben Hildes Ball verloren und mir tut sie so leid, weil sie alles aus ihrem Eimer zieht und mich dann mit großen, traurigen Augen ansieht. Wieso ist er nicht da, so wie sonst? Erst haben wir den tollen Quietscheball irgendwo vergessen und jetzt das. Wir sind alle drei bekümmert und fahren die letzten Plätze von gestern ab, wo wir angehalten haben. Nichts, kaufen ist teuer und klauen. Wir knuddeln vielmehr mit ihr und gehen spazieren, lesen ihre Wünsche und versuchen, ihr ein gutes Gefühl zu geben. Ohne Hilde wäre die Reise nie das geworden, was sie ist. Und sie ist schön, die Hilde und auch die Reise. Wir haben uns für die E6 entschieden, die zwischen Krong und Narvik ihre stärksten Seiten hat, später nochmal von Skibotn bis Alta ebenso spektakulär ist. Arne sieht Lachse springen, sich aus dem Wasser katapultieren, mit einer halben Pirouette wieder eintauchen. Dort muss es tiefe Stellen in den Flüssen geben, denen man oft die Trockenheit ansieht. Die Lachstreppe nördlich von Nees, die wie eine Art natürliches Museum uns früher gezeigt hat, wie die Lachse leben, ist geschlossen. Der Fluss unterhalb, nur noch ein Rinnsal zwischen den Felsen. Die Baustellen vom letzten Herbst haben sich verändert. Sie sind weitergewandert. Aber sie machen gerade Sommerferien. Frischer schwarzer Asphalt, der lakritzige Geruch, immer wieder Falten, wo die Schichten sich überlagern. Kann mit unseren 3 Tonnen Lebendgewicht, wie eine Waage anzeigt, da nicht mit 50 drüber hechten, und bleibe ein zusätzliches Verkehrshindernis. Und wenn ich zu spät bremse, das hatten wir gestern schon. Aber ich weiß halt einfach nicht, was es bedeutet. Oh, Entschuldigung. Einen Abschnitt habe ich übersehen. Vorne haben wir seit Deutschland ein schleifendes Geräusch. Manchmal mehr oder weniger, öfter gar nicht. Besonders wenn wir Musik hören. Was lange quietscht, wird endlich gut. Ist doch ein altes Sprichwort, oder? Aber ich weiß halt einfach nicht, was es bedeutet. Und so bitte ich Gott auch um seinen Segen für den blauen Bus, weil ich weiß, dass unser Leben in seiner Hand am sichersten ist. Tatsächlich habe ich eine Werkstatt in Deutschland angerufen, wo ich jemanden kannte oder einen Kontakt zu hatte. Und ihm meine Probleme erklärt und er hat gesagt, mach dir keinen Kopf, wenn du normal bremsen kannst, ist alles in Ordnung. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ein halbes Jahr später war ich dann bei Alex in der Werkstatt und der hat dann herausgefunden, dass der Bremssattel rechts hinten fest saß und damit die Bremsscheiben abgeschliffen hat. Das war aber nie auf der Fahrt irgendein Problem. Das ist alles gewechselt, ist ja jetzt schon 2 Jahre her.
Das war nie das Problem. Also ich bin auch nicht unsicher gefahren oder so. Wir sind da nie schnell gefahren und in Norwegen wirst du in jedem Ort auf 30 runter gebremst. Wir fahren normal auch nicht viel schneller. Also naja, doch, wir fahren schneller, aber 60 vielleicht. Das ist die Reisegeschwindigkeit, die ich so habe. Und da habe ich gedacht, das kann ich so machen, da riskiere ich halt nicht so viel bei. Zumal mir der Sven dann gesagt hat, mach mal weiter, das ist nicht so dramatisch. Kann ein bisschen was in den Bremsen sein, das wusste ich ja schon. Ne? Aber dieser Scherz mit der Musik, den haben manche so für bare Münze genommen. Die haben gedacht, ich bin so doof und mache halt Musik an und dann ist das Geräusch weg. Ja, sowas kann gehen, ne? Aber trotzdem habe ich Gott vertraut, dass er uns bewahrt. Das tue ich auch nach wie vor. Dass er unsere Reise bewahrt und dass er die Hände über dem blauen Bus und der Helde um mir hält. Davon bin ich überzeugt. Beim Weg hinauf auf den Saltfjellet klart der Himmel auf und die Berge zeigen sich von ihrer schönsten Seite, majestätisch und erhaben, mit kleinen Sahnehäubchen und einer Sonnenkrone. Wir machen Polarkreisbilder und wandern über die bergig-karge Landschaft, die mit dem vielen Grün, den bunten Blumen und den Gebetsfahnen, den vielen Steinmännchen eine liebliche Stimmung hat. Das Dunkel der Felsen wird aufgehoben durch die vielfarbigen Waggons des kilometerlangen Güterzuges, der meinen Rücken passiert, kaum dass wir die Schienen verlassen haben. Drei alte Männer, die in den 70ern abenteuermäßig den Norden befahren haben, fachsimpeln über die alte Passstraße oberhalb der Bahnlinie. Faszinierend, wie unterschiedlich die Erinnerungen uns Details präsentieren. Mir war das gar nicht mehr geläufig, dass die Strecke hier anders war. Und dann sagt einer, und wenn man sich im Arctic Center einen Stempel holt, muss man halt nichts mehr auf die Karte schreiben. Fand ich einen bemerkenswerten Satz. Wir haben einen Schlafplatz unterm rot-gelben Sonnenuntergangshimmel gefunden, mit einem grünen Blick über die Weite der Welt, so wie wir sie heute Abend sehen können. Die Temperatur fällt im kalten Wind in den einstelligen Bereich. Wir haben eine Jacke aus dem Gepäck gezogen. Der Pass liegt bei knapp 700 Meter, aber da die Landmasse im Norden höher liegt als in den Alpen, müsste der Pass eigentlich auch höher sein im Vergleich zu anderen Gegebenheiten in Mitteleuropa. Und so werde ich morgens wach mit ganz extremen Kopfschmerzen, wie zuletzt in den Alpen, als ich über 2500 Meter war, vielleicht. Oder die Tage, an denen ich keine Atemmaske benutzt habe, waren zu viel. Das kann auch ein anderer Grund gewesen sein. Wir haben damals war ich noch nicht so gut ausgerüstet wie jetzt und konnte. Jetzt habe ich ja einen Umwandler und kann tatsächlich über diesen Umwandler auch mein Schlafapnoegerät anschließen. Damals war das tatsächlich so, dass ich nur das Gerät benutzen konnte, wenn wir Strom hatten. Und dann war ich manchmal nach ein paar Tagen einfach, wenn wir 3, 4 Tage hatten, wenn wir mal draußen geschlafen hintereinander, dann war ich schon so ein bisschen durch den Wind. Mittags sind wir in Rognan im Tal, am Ende des Fjords, dessen Wellen uns in den Schlaf begleiten, auf einem sehr schönen Campingplatz, den Hanna führt, deren Haarfarbe so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie meine. Viel gereist in ihrem Leben, ist sie hier sesshaft geworden, immer noch voller Freude über die Begegnung mit Menschen, die das Reisen in der Seele zu ihr tragen. Ein wunderschöner Campingplatz in einer wunderschönen Lage. Hanna und ihr Mann haben das gemacht, hauptsächlich sie, aber er war da auch immer mal da für einen Spatz. Wirklich schön. Kann ich euch empfehlen, Rognan wird geschrieben Rognan, ist direkt auf der anderen Seite vom Polarkreis, wenn man dann runter ins Tal fährt. Euch ein schönes Wochenende, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, freue ich mich über ein Like
und natürlich auch übers Teilen, übers Weiterempfehlen. Bis bald, tschüss.